Einfach mal dem Alltag entfliehen, von fernen Ländern träumen und auf Reisen gehen. Die Kindershow der Turngemeinde in Berlin macht all das möglich. Kommt einfach mit, einmal um die ganze Welt. Also ich fand es so cool, weil wir so eine Zeit lang sowas richtig Cooles auf die Beine gestellt haben und es dann endlich halt den Eltern zeigen konnten. Insgesamt 6 Monate haben Kinder und Jugendliche, aber vor allem ehrenamtliche TrainerInnen Tag und Nacht gearbeitet, um diese Show auf die Beine zu stellen. Selbstgemachte Kostüme, ausgeklügelte Choreografien und viel Liebe zum Detail. Man merkt sofort, wie viel Herzblut in jeder einzelnen Nummer steckt. Groß und klein arbeiten Hand in Hand, auf und neben der Bühne. Wie eine kleine Familie. Dieses Gefühl von Zusammenhalt und man erarbeitet sich was, das ist einfach unvergleichbar. Deswegen, das ist einfach das, was mich begeistert an dieser Arbeit zusammen. Über 200 Kinder und Jugendliche sind an der Show beteiligt. Mit einer Mischung aus Artistik, Akrobatik, Einradtanz und Zirkus nehmen sie das Publikum in der Gretel-Bergmann-Halle auf eine 2-stündige Reise um den Globus. Mal geht es ins Warme, mal wird es kälter, aber immer wieder gibt es etwas Neues zu entdecken. Jede einzelne Gruppe, von den Kleinsten bis zu den Jugendlichen, alle zaubern bunte Bilder mit viel Leidenschaft, Kreativität und Charme. Und so gibt es dann auch den mehr als verdienten Applaus von der begeisterten Zuschauerschaft. Es war mega, die Kinder haben so gut mitgemacht und ich hatte, glaube ich, 3-mal mindestens eine Gänsehaut und am Ende, da kamen mir fast die Tränchen, es war sehr schön. Einmal um die Welt und wieder zurück nach Berlin. So kann man sich einfach mal zurücklehnen und genießen und von fernen Orten träumen. Aber natürlich dürfen zum großen Finale dann nochmal alle mittanzen. Auf der Bühne und auf den Rängen. Es sitzt wirklich niemand mehr, wenn es heißt, Danke zu sagen. Für die tolle Unterstützung, aber auch für diese einzigartige Show.